Wie bleibt Energie preiswert und wie sehen nachhaltige Energiekonzepte aus? Diese und weitere Fragen rund um das Thema Energie wurden auf dem 5. Energietag von Erdgasschwaben in Mindelheim behandelt. An 4 Thementischen wurden die vielfältigen Herausforderungen diskutiert. Für mich ist die größte Herausforderung, dass wir es schaffen, die unterschiedlichen Sektoren zusammenzuführen. Wir reden bei der Energiewende derzeit leider häufig nur über die Stromwende. Wir brauchen aber auch eine Wende bei der Wärmeversorgung in unseren Häusern. Wie heizen wir künftig? Und wir brauchen auch eine Verkehrswende. Vertreter aus rund 50 Kommunen sind zu dem Treffen gekommen. Ein Ort, an dem sich Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mit den Energieexperten von Erdgasschwaben austauschen können. Was machen Kollegen anderes, Neues, da kann man lernen. Vielleicht kann man auch selber ein bisschen was weitergeben. Interessant ist natürlich, was macht Erdgas Schwaben, was gibt es hier für Aktivitäten. Der Energieversorger nutzt die Treffen, um auf die neuesten Innovationen aufmerksam zu machen. Dass wir natürlich als Gasversorger Brennstoffzellen zum Beispiel im Angebot haben, das weiß noch nicht so wirklich jeder, die auch, sag mal, nach dem neuesten Energiestandard nutzbar sind. Und das sind so Informationen, die wir ganz gerne transportieren möchten. Netzwerken und für jeden Kunden das passende Energiekonzept finden. Dafür steht Erdgas Schwaben. Um einen noch besseren Service bieten zu können, sind die Bürger und Bürgermeister der Kommunen die wichtigsten Gesprächspartner. Ich finde es großartig, dass Erdgas Schwaben hier solche Dialogveranstaltungen macht, und zwar insbesondere mit der Zielgruppe Kommunalpolitiker. Es sind letztlich unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die vor Ort die Weichen stellen. Die Bürgermeister besitzen häufig eigene Liegenschaften, Schulen, Kindergärten, Kindergrippen, Freibäder, Hallenbäder und vieles andere. Die Kommune selbst hat einen hohen Energiebedarf. Um den Energiebedarf zu decken, entwickelt Erdgas Schwaben als Partner der Kommunen in Bayerisch Schwaben nachhaltige Energiekonzepte.